Was war es Ihnen wichtig, heute den Zuhörern mitzugeben? Also ich denke, dass künstliche Intelligenz und das Automatisieren mit künstlicher Intelligenz von Unternehmensprozessen eine Realität ist, die ist da, die kann ich machen, die kann ich auch wirklich unternehmensweit einsetzen und das machen schon viele Unternehmen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es quasi die neue Generation an Möglichkeiten hier wirklich ganz neue Wege geht, die wirklich von Menschen lernen. Das Ganze wird immer unkomplizierter und ich kann wirklich Ende zu Ende Prozesse in dem Bereich abbilden. Ne? Welche Trends und Herausforderungen sehen Sie da dann vielleicht auch? Also Trends sind definitiv sozusagen, dass das Ganze immer einfacher wird auf der einen Seite und immer einfacher auch zu managen. Und dass ich immer mehr Fokus auf den tatsächlichen Analytics dahinter mache und dem ganzen Verwaltbarkeiten. Herausforderungen sind definitiv, sag ich mal, die ganzen politischen Silos in Unternehmen aufzudröseln, die Herrschaftsgebiete zwischen, oh, ich habe schon verschiedene Lösungen im Einsatz und jetzt will ich einen neuen Weg gehen, der mir wirklich ermöglicht, deutlich weiterzugehen, um Dinge wirklich Ende zu Ende zu automatisieren und wegzukommen von diesen, oh, ich habe hier schon was und ich habe hier schon was und die Anspruchsfürsten sozusagen. Die digitale Arbeitskraft, was gilt es da denn zu beachten, beziehungsweise wird der Roboter den Menschen denn ersetzen? Meine Lieblingsantwort in dem Bereich ist, ich glaube, genau das Gegenteil. Also wir Menschen dürfen wieder mehr Mensch sein. Wenn wir, sage ich, in den letzten 100 Jahren uns immer mehr zu Arbeitsmaschinen gemacht haben, dass man irgendwie standardisierte, wiederkehrende Prozesse abarbeitet, was ja eigentlich nicht menschlich ist. Menschsein ist kreativ sein, Fehler machen, innovativ sein, spontan sein und zu kommunizieren. Ich denke, das werden wir alle wieder viel mehr tun. Und wir werden diesen Roboter aus uns rausschneiden und dem Roboter zurückgehen. Das wird mehr passieren. Ja? Was ist bei einer digitalen Arbeitskraft zu beachten? Ich denke, eine digitale Arbeitskraft braucht beide Fähigkeiten, die ein Mensch braucht. Also sowohl Kopfarbeit als auch Handarbeit. Und ich will die so einfach wie möglich verwalten, so einfach wie möglich wiederverwenden. Und muss gleichzeitig das nicht nur meine kleine Herausforderungen im Blick haben, sondern auch das große Ganze, wie bringe ich mein Unternehmen damit weiter. Warum setzen Sie denn auf KI? Naja, also wir sind ein Softwareanbieter im KI-Bereich, von dem her, wir stammen aus dem MIT, sind dort ein Spin-off, also sehr forschungsnah. Und sag ich mal, aus der damals noch sehr allgemeinen Forschung, wie kann ich denn Backoffice-Prozesse und Crowdsourcing mit künstlicher Intelligenz automatisieren, hat man extrem viel Nachfrage bei Kunden, vor allem bei datengetriebenen Kunden gesehen und hat sehr viele nicht gelöste Themen. Und daraus basiert ist, wie das oft bei, sag ich mal, Unternehmen, aus großen Unternehmenseinsätzen, die dedizierte Herausforderungen lösen, eine allgemeine Software entstanden. Ne? Stichwort Automatisierung. Was gilt es, ist bei auch viel Thema Ihres Vortrages, was gilt es denn da noch zu beachten? Also ich denke, bei Automatisierung sind ein paar Dinge wichtig. Es geht nicht nur um die Entwicklung der Automatisierung, sondern um die Verwaltung im Alltag. Und dass sozusagen die Verwaltung und die Kosten, die ich damit habe, so gering wie möglich sind. Und auf der anderen Seite, dass ich mich dauernd weiterentwickle in der Automatisierung. Also man wird nie komplexere Aufgaben zu 100% automatisieren können. Das heißt, der Mensch wird immer ein Teil sein und ich werde immer Ausnahmen haben. Das heißt, sozusagen ein konstantes Lernen von Ausnahmen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den ich dabei brauche.